warum du deine Immobilie bei uns kaufen solltest. Selam aus Alanya. Zunächst möchte ich mit diesem Video anfangen, warum wir hier nach Alanya gekommen sind. Unser Beweggrund war es immer, einfach besser zu leben. Ja? Mit Selçuk zusammen war es uns wichtig, unserer Familie zusammen qualitativ hochwertiger zu leben. Und das fühlen wir hier in Alanya. Wie uns geht es hier wunderbar und wir leben hier in unserer Energie und wir leben hier sehr, sehr gut und das war uns immer sehr wichtig. Unser Beweggrund war nicht aus dem so schlechten Deutschland jetzt zu fliehen, das stimmt ja gar nichts mehr. Nein, wir lieben Deutschland, aber wir lieben noch mehr die Türkei, weil das Klima einfach von unserer Ethnität her zu uns besser passt. Mit 300 Sonnentagen im Jahr tut uns einfach die Sonne sehr, sehr gut und ich brauche auch das Wärme. Ich spreche jetzt von mir. Ich brauche diese Wärme und diese Sonnenschein. Das erhält meinen Geist und alles, was mein Auge erhält, erhält natürlich, wie schon gesagt, meinen Geist. Und es regnet jetzt. Die letzte Zeit hat es sehr viel geregnet. Hier schon fast monsunartig. Was aber gleichzeitig auch nochmal gut ist, denn deshalb ist Alanya beschenkt von so richtig schöner Natur. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin immer sehr bescheiden, Selçuk genauso, wir sind immer sehr bescheiden. Doch allerdings habe ich so richtig schön das Bedürfnis, dir mitzuteilen, aus dieser Bescheidenheit rauszugehen und mal etwas transparenter zu sein und dir zu erzählen, woher wir eigentlich kommen und was wir in unserem Berufsweg schon erreicht haben. Und zunächst möchte ich dir sagen, warum du deine Immobilie bei uns kaufen solltest, ist erstens dieser Punkt, dass wir in Deutschland erfolgreich seit 8 Jahren eine Firma führen, eine Facility Management Firma und gleichzeitig auch eine Hausverwaltungsfirma führen. Das heißt, diese führen wir seit 8 Jahren erfolgreich und das damit will ich dir sagen, wir wissen ganz genau, um was es geht, wenn es heißt, die Pflege der Immobilie zu bewahren, was eine Immobilie alles braucht, warum, auf was man alles achten muss, ja? Sei es die Grünanlage, sei es die Reinigung und sei es alle Verwaltungen, die drumherum sind, die können wir alle ganz einfach machen, weil wir aus diesem Segment kommen und weil wir seit 8 Jahren eben erfolgreich eine Firma in Deutschland führen. Das ist uns sehr wichtig, das auch nochmal dir hervorzuheben, weil wir das sehr wenig in den Videos sagen. Und es sieht vielleicht aus, dass wir Immobilien, dass wir unseren Maklerschein gemacht haben und Immobilien verkaufen. Nein, nein, nein. Wir haben sehr viel Erfahrung und wir sind eine sehr tüchtige Familie und gleichzeitig auch sehr diszipliniert und genau und arbeiten mit sehr viel Struktur. Und deshalb führen wir erfolgreich auch bereits eine Firma, die seit 8 Jahren läuft, ja. Gleichzeitig komme ich aus dem Segment als Einrichtungsberaterin. Also ich habe 4 Jahre als Einrichtungsberaterin gearbeitet in einem der besten Möbelhäuser am Bodensee. Und ich habe mit Firmen gearbeitet, wie mit der Firma Hülster, Rolf Benz, Mustering, ATM und auch die Schweizer Firma Jutzler und habe ganz viele Häuser eingerichtet. Und es war wirklich so, dass der Kunde zu mir gekommen ist und mir sein Exposé gebracht hat und ich dann komplett die Wohnungen, Häuser eingerichtet habe und ganz genau wusste, okay, bei dieser Höhe, bei dieser Tiefe, bei diesen Fenstern brauche ich dies, das, das, bei dem Boden, bei dieser Wand brauche ich diese Art von Möbel. Ja, also ich komme aus diesem Segment
Und das ist echt interessant, diese ganze Verbindung da zu sehen. Da musste ich sofort an Steve Jobs denken, denn Steve Jobs, als er seinen ersten PC gebaut hat, mit namens Lisa nach seiner Tochter benannt hat, hatte er in seiner Studienzeit einen Kalligraphiekurs besucht, ja. Und durch diesen Besuch der Kalligraphiekunst, ja, der Schreibart, entwickelte sich Jahre später die Schreibart im PC, ja, wohin das alles führt. Und unser Geschenk ist es jetzt von Selçuk und von mir, dass wir dich nicht nur beraten können mit der Immobilie an sich, sondern die Hausverwaltung führen können, das Facility Management, ja, die Reinigung, uns um alles organisieren und uns um alles kümmern können und gleichzeitig auch ich als Einrichtungsberaterin ein Auge dafür habe, was alles wie eingerichtet werden sollte. Mir ist es sehr, sehr wichtig, denn gerade hier in der Türkei wird auch in der Küche Marmor verwendet oder auch zum Teilweise im Bad. Und Marmor ist ein Kalkstein. Es gibt viele, die sich nicht damit befassen und dann zum Beispiel als Reinigungsmittel schon falsches Reinigungsmittel verwenden. Manche denken, ja, ich bin da so biologisch, ökologisch und verwende einfach für alles mein Essigwasser oder sowas. Ja, aber es enthält Säure und das könnte so ein Kalkstein mit der Zeit nach Jahren wirklich matt machen und sehr angreifen. Das kannst du dir vorstellen wie ein Zahnschmelz. Ja, du hast Zahnschmelz in deinen Zähnen. Ja, und wenn du jeden Tag Kaffee trinkst, Tee trinkst, ja, und deine Zähne zu wenig putzt oder vielleicht einfach nicht putzt, dann greift es die ganze Zeit deinen Zahnschmelz an und der wird dünner und dünner und dünner und dünner durch die säurehaltige Nahrung und eben auch, wie ich vorhin schon gesagt, durch die ganzen Getränke. Und so ist es auch mit jedem einzelnen Steinboden, so ist es mit jedem Parkettboden, so ähnlich ist es ja auch mit der Einrichtung. Man kann da sehr viel falsch machen und du sparst dir halt sehr viel Geld, indem du uns buchst und gleich weißt, die sind vom Fach, das ist einfach Gold wert. Und gleichzeitig natürlich unser großes Geschenk ist, dass wir fließend die türkische Sprache beherrschen. Ja, du sparst dir einen Dolmetscher, du sparst dir sehr viel Geld, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, wenn du mit uns zusammenarbeitest, die vom Fach sind, sich auskennen, nicht nur die Sprache fließen können, sondern vom Facility Management kommen, von der Hausverwaltung kommen, gleichzeitig Einrichtungsberaterin. Ich kenne mich mit allem aus und deshalb habe ich auch ein Auge für die Geomantie. Wo liegt das Gebäude? Von welcher Richtung scheint die Sonne herein? Ja? Geht sie morgens im Osten auf und kommt es dann im Schlafzimmerbereich rein? Wie sollte ich dann die Wohnung einrichten oder das Haus einrichten? Ganz, ganz wichtig, ja. Wie durchflutet, lichtdurchflutet ist das Gebäude, ja. Und da spielt die Geomantie oder auch eben Feng Shui eine ganz, ganz große Rolle. Und ich bin so dankbar für diese 4 Jahre, die ich gearbeitet habe als Einrichtungsberaterin, weil mich das jetzt heute ja so bereichert. Und dadurch sehe ich in jedem Einzelnen, auch wenn es leer ist, Raum, was besonders ist an diesem Raum und was zu beachten ist, ja. Deshalb bist du bei uns in guten Händen, wenn du guten Service möchtest, Menschen um dich herum haben möchtest, die fachkundig sind, wo du in guten Händen bist, wo diszipliniert sind, strukturiert sind und in ihrem eigenen Land arbeiten, dann bist du bei uns genau richtig. Ja, und unser Geschenk ist es auch, hier in Alanya leben zu dürfen und gleichzeitig auch nicht mit diesem Strom mitzugehen. Ja, wir sind schon immer ein Paar gewesen und erziehen auch unsere Kinder so, begleiten unsere Kinder auch damit, nicht immer mit dem Strom, nach dem Strom, mit dem Strom zu schwimmen, sondern gegen den Strom zu schwimmen und auch
anders zu sein, ja, und vielfältig zu sein, kreativ zu sein, ja, offen zu sein für Neues, ja, und offen für die Welt zu sein. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir sehr viel Fachwissen in den verschiedensten Themen, ja, und das macht uns auch dann gerade so besonders, ja. Wenn ich jetzt schaue nach Leonardo da Vinci, ja, Leonardo da Vinci, der hatte 7 Berufe, ja, und das macht ihn auch gerade so einzigartig und so besonders. Er war nicht nur Bildhauer, Künstler, sondern er war Anatom und Naturwissenschaftler und eben 7 Berufe. Und wenn wir mitzählen, was wir alles schon gelernt, ausgeübt haben, woran, wo wir schon sehr spezialisiert sind, kommen wir auch auf diese 7 Berufe, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und das macht uns gerade so Individualisten, ja. Das macht uns gerade so kreativ, anders, zugleich aber auch mit ganz viel Struktur und Perfektionismus, ja. Perfektionismus in dem Bereich, dass wir nicht gut sein möchten, dass wir dir nicht eine gute Immobilie verkaufen möchten, sondern dass wir es für dich perfekt machen möchten. Das heißt, wenn wir dich begleiten und dir ja, deine Wohnung, dein Haus dir einrichten, dann ist es uns auch wichtig, dass es das, dass sich das, ja, dass sich das wohl und gemütlich anfühlt für dich. Und ich würde mich super freuen, wenn du weiterhin unsere Videos kommentierst. Und du darfst sie auch gerne etwas mehr liken und auch kommentieren, denn wir bekommen gerade zum Thema, ja, zu allen Videos von uns, bekommen wir sehr, sehr viele E-Mails. Diese E-Mails sind wunderschön und bereichern uns auch. Und ich danke auch allen, die unsere Videos anschauen. Wir haben nie, fast gar nie negative Kommentare, und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Das spricht nur für uns. Allerdings könnten die allgemeinen Videokommentare, die könnten viel, viel mehr sein, denn wir bekommen Haufen E-Mails. Das ist total schön, und dafür bin ich für jede E-Mail, für jede Zeit bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es wäre ein total schöner Energieausgleich, wenn du auch unter jedem Video kommentierst, wenn du gerade, wenn ich dich dadurch, oder beziehungsweise wenn wir, Selçuk und ich, dich dazu motiviert haben, nach Alanya zu kommen, auch die Waldorfschule mit deinen Kindern zu besuchen, und wir dir so viel Content gegeben haben, wie wir immer bestätigt bekommen in den ganzen E-Mails, dann sind wir total dankbar. Und auch ermutigt, mehr Videos in diesem Bereich zu machen, mehr Content zu geben, wenn auch unsere Videos, ja, diese Wertschätzung dann von dir bekommen. Nicht nur uns Privat-E-Mails zu schicken, sondern auch unsere Videos dementsprechend zu kommentieren. Das motiviert dann auch nochmal andere. Und vor allem motiviert es uns weiterhin, da weiterzumachen und auch zu schauen, dich auch damit zu informieren, was gibt es denn Neues, auf was sollte man achten. Ich würde dir auch sehr vieles oder mehr auch von der Waldorfpädagogik erzählen. Da gibt es einiges Wissenswertes, und das motiviert uns dann natürlich auch mehr, darüber zu berichten. Deshalb kommentiere uns die Videos. Like unsere Videos und natürlich abonniere unseren Kanal. Deine Tuba. Bis zum nächsten Mal.